herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist endlich soweit und es geht los mit dem Rennrad. Endlich geht es im Rennradprojekt weiter. Ich hatte ja schon mal ein einziges Video dazu, wo ich einfach so ein bisschen erzählt habe, wo habe ich das Rennrad her, weil ich habe es ja für einen sehr günstigen Preis bekommen und vor allem wollen wir es umlackieren oder irgendwas anderes damit machen. Und ja, ich habe mich dazu entschieden, das Fahrrad nicht umzulackieren. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und es ist anscheinend wirklich trotzdem sehr schade um das Fahrrad, da es ein sehr altes ist und auch trotzdem noch beliebtes Retro-Rennrad. Deshalb werden wir das so lassen. Was machen wir damit? Wir werden alles mal auseinanderbauen, werden alle Teile sauber machen, alles schön neu einfetten. Wir werden hier am Lenker die Lenkerbändchen neu machen, weil die alten weißen sind echt immer schön. Und vor allem wird dieser Sattel erneuert, das ist ja wohl klar. Kette schmieren, Kettenblätter sauber machen, einfach das volle Programm. Vielleicht machen wir auch neue Reifen drauf. Ich denke nicht, weil da ist eigentlich noch ganz gut Profil drauf. Schauen wir mal, ein bisschen spröde sind sie natürlich. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Und ja, wenn ich das alles mache, werde ich euch auf jeden Fall mit... Also ihr werdet mich dabei mit begleiten. Ich persönlich habe noch nie ein Rennrad auseinandergebaut. Das ist für mich selber Neuland. Deshalb bin ich gespannt, ob alles so klappen wird, wie ich mir das vorstelle. Wie gesagt, Thema Rennrad hatte ich bisher einfach noch nicht. Und ja, jetzt geht's los. Ich bin jetzt hier gerade bei der Kurbel und ja, hier ist ein kleines Problem. Und zwar hier ist eine 15er Schraube drin. Also ich brauche eine 15er Nuss. Und das Problem ist aber, also eine 14er Nuss ist definitiv zu klein. Und bei einer 15er Nuss ist die Nuss nicht zu groß, dass die Mutter durchrutscht, die Schraube. Sondern es geht nicht in die Kurbel rein. Jetzt ist das Problem, ich habe zwei Muttern da, beide passen nicht. Ja, das Problem ist jetzt, ich weiß wirklich nicht, wie ich die Schraube rauskriegen soll. Die einzigste Möglichkeit, die ich hätte, ist entweder die Nuss runterschleifen. Da habe ich aber eigentlich keine Lust drauf, weil die gehört mal, also vieles von dem Werkzeug hier gehört mein Vater und das will ich eigentlich nicht jetzt runterschleifen. Oder ja, ich muss erstmal drum rumbauen, das heißt, die Kurbel muss leider erstmal drin bleiben. Ja, ist leider jetzt mal so. Ich werde jetzt trotzdem nochmal die Kettenblätter abmachen und dann das halt so versuchen sauber zu machen, aber geht halt nun mal jetzt nicht anders. Deshalb, wie gesagt, müssen wir erstmal die Kurbel dran lassen. Aber ich habe jetzt schon mal Laufräder raus und ja, Schaltwerk und so Sachen demontiert und ja, jetzt geht's halt weiter. Das, was geht, das geht, was nicht geht, das geht halt nicht. Auch alles demontiert. Kettenblätter habe ich jetzt auch mal runter. Schaltwerk ist ab. Die Bodenzüge sind auch runter. Das andere Laufrad habe ich auch noch. Das ist jetzt hier. Und ja, jetzt haben wir Gabel, Lenker und alles noch montiert und natürlich die Kurbel. Ansonsten halt noch die Bremsen. Aber damit hier nicht zu viel Chaos entsteht, will ich erstmal das, was hier liegt, sauber machen. Und vor allem die Laufräder. Ja, da werden wir auf jeden Fall
Es ist ein bisschen kompliziert bei diesen alten Narben, vor allem mit diesen ganzen kleinen Kugeln. Aber wir werden auf jeden Fall die alten Laufräder aufmachen, die Kugellager sauber machen, wieder zusammenbauen und das komplette Laufrad einfach putzen. Ich werde da auch die Schlauch und den Mantel abmachen und die komplette Felge mal sauber machen, die Speichen alle putzen, damit es einfach alles schön wieder sauber ist und glänzt und von Dreck befreit ist und einfach mal wieder, wenn gepflegt ist. Genau. Ja, fangen wir mal an. Das Laufrad ist jetzt soweit sauber, dauert doch ganz schön lang, muss man sagen, vor allem die Kassette sauber machen, dann hier, wie wir jetzt wissen, den Speichen, jede Speiche sauber machen. Hat es doch etwas gedauert, auch hier innen, wo die Achse durchläuft, alles schön sauber machen. Was natürlich noch ansteht, ist hier drinnen, die Lager warten. Das werde ich jetzt aber noch nicht machen, das machen wir in einem anderen Video, weil das ist wirklich ein bisschen aufwendiger, weil da sind Kugellagern drin. Also einzelne Kugeln halt wirklich, die man dann rausmachen muss und sauber machen muss, das dauert. Deswegen das machen wir erstmal noch nicht. Das Laufrad an sich ist jetzt erstmal sauber. Das Vorderrad habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das kommt natürlich jetzt noch dran. Muss man sich wirklich wegen Zeit nehmen. Also ja, das dauert halt einfach ein bisschen, das alles zu putzen. Genau, dann haben wir heute eigentlich schon ganz schön viel geschafft. Das reicht doch heute erstmal für das Video. Ich habe langsam auch keine Lust mehr, bin jetzt doch schon ein paar Stunden hier drüber. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal, wie ihr das Rennradprojekt so findet. Ich kenne mich in dem Rennradthema, wie gesagt, noch nicht so viel aus. Deswegen bin ich vor allem beim Zusammenbauen sehr gespannt. Aber eigentlich dürfte es ja immer das Gleiche sein.
Freut euch aufs nächste Video in dem Rennradprojekt. Wir sehen uns. Ciao!